Modellautos. Miniaturen im Maßstab 1 zu 24. Sie sind handgefertigt, hochdetailliert und fahrbereit. Diese Schmuckstücke verstauben nicht in der Vitrine. Als sogenannte Slotcars werden sie in Rennen eingesetzt. Von Michael Niemers. Er ist Modellbauprofi. Sein Beruf ist seine Berufung. Denn Modellbau ist sein Geschäft. Er lebt von seiner Verliebtheit ins Detail. Seine Modelle vereinen perfekte Optik mit der Performance für Bestzeiten. Michael ist gelernter Modellbauer. Mit seinem Wissen und seinem handwerklichen Talent erstellt er kleine Meisterwerke. Die Leidenschaft für Perfektion und Präzision ist genauso eine Voraussetzung wie ein gutes Auge, eine ruhige Hand und viel Geduld. Jede seiner Miniaturen ist ein perfektes Abbild der Wirklichkeit. Das ist es, was den Modellbauer Michael Niemers antreibt. Michael Niemers ist Profi-Modellbauer. Er lebt von seiner Hände Arbeit. In seiner Manufaktur befasst er sich mit Aufträgen aus der ganzen Welt. Spezialisiert ist er auf sogenannte Slot-Cars im Maßstab 1 zu 24. Automodelle, mit denen man auch Rennen fahren kann. Und seine Modelle sind nicht nur optisch perfekt, sie sind auch schnell. Regelmäßig setzt Michael sie bei Wettbewerben ein. Trophäen und Pokale dokumentieren seine Erfolge im Miniaturmotorsport. Dabei faszinieren ihn besonders Rennwagen aus den 60er und 70er Jahren. Und so startet Michael jedes Jahr beim Fine Design Meeting, einer Rennveranstaltung, bei der nur Fahrzeuge aus dieser Epoche starten. Allesamt Modelle vom gleichen Kleinserienhersteller. Für das Meeting baut Michael eine Rennsportlegende auf. Ich habe mir überlegt, ein Fahrzeug zu bauen, das im Jahr 1965 an den Start ging, und zwar in der amerikanischen Can-Am-Serie. Dabei handelt es sich um diese wunderschöne Lola T70 vom Sponsor Bardal. Can-Am, der Canadian American Challenge Cup. Das war eine Meisterschaft für Sportwagen, ausgetragen von 1966 bis 1974 in Nordamerika. Eine Rennserie fast ohne Regeln und ganz ohne PS-Limit. Schneller und vor allem wilder als die Formel 1. Der Bausatz enthält alle notwendigen Teile, um ein 1 zu 24 Abbild einer Lola T70 zu erstellen. Ein Can-Am-Renner mit englischen Wurzeln. Erster Arbeitsgang am Modell, das Fitting. Michael entgratet, schleift und säubert alle Bausatzteile und überprüft sie auf Passgenauigkeit. Die Karosserie besteht aus Polyurethan, einem Kunstharz. Die spezielle Mischung ist stabil, dabei aber auch ausreichend flexibel und stoßfest, um einen Renneinsatz zu überstehen. Bei diesem Arbeitsgang erstellt er auch alle notwendigen Öffnungen und Bohrungen an der Karosserie. Alle anderen aus dem PU-Harz gegossenen Anbauteile werden entsprechend bearbeitet. Beim Fräsen und Schleifen entsteht feinster Staub. Deswegen erledigt Michael diese Arbeiten an einer Werkbank mit Absauganlage. Zusätzlich trägt er einen Atemschutz. Dem Bausatz liegt ein Bogen sogenannter Foto-Ätzteile bei. Filigrane Details, die mittels Fotobelichtung und Säure aus dünnen Metallblechen geätzt werden. So lassen sich kleinste Bauteile nachbilden. So klein, dass man sie gerne auch mal vom Tisch pustet. Schnallen für die Sicherheitsgurte, Armaturenbretter, Verschlüsse, Lüftungsgitter. Auch diese Teile werden von Graten befreit, geschliffen und gesäubert. In den Heckspoiler des Rennwagens bohrt Michael Löcher für die Befestigung an der Karosserie. Dafür verwendet er eine Standbohrmaschine. Der Durchmesser des Bohrers 0,3 mm.
Die Bohrungen überträgt er dann auf das Heck der Karosserie. Nadeln halten dabei das Bauteil an der richtigen Position. In die Löcher kommen später Miniaturnieten, wie beim Original. Das Arbeiten an so filigranen Bauteilen verlangt höchste Konzentration. Kraft schöpft Michael dafür in der freien Natur. Der nahegelegene Rhein bietet eine ideale Umgebung, um den Kopf wieder frei zu bekommen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, einen Ausgleich zu bekommen. Grundsätzlich brauche ich körperliche Betätigung, auch gern hier mit meinem Hund. Ich glaube auch, dass wenn man jeden Tag ein sehr hohes Maß an Konzentration fährt, es wichtig ist, für sich herauszufinden, wie man komplett abschalten kann. Der erste Schritt zum perfekten Modell ist getan. Alle Bauteile sind überarbeitet und bereit für die nächste Phase. Der Feindesign-Bausatz, der Lola T70, hat allein 125 einzelne Komponenten. Dazu kommen noch gut 250 Teile zur Individualisierung und zum Ausarbeiten besonderer Details. Plus die komplette Fahrwerkstechnik. Das rennfertige Slotcar im Maßstab 1:24 wird am Ende aus etwa 600 Einzelteilen bestehen. Der Aufbau eines Modells ist für Michael klar strukturiert. Dabei achtet er stets auf Wirtschaftlichkeit. Trotz höchster Standards in der Qualität gilt es, den gesteckten Zeitrahmen einzuhalten. Das Zeitmanagement bei so einem Modell ist natürlich extrem wichtig für mich. Und ich habe da eine ziemlich genaue Vorstellung, wie ich die einzelnen Arbeitsschritte, die Prozesse abarbeiten möchte, damit alles sich ineinander verzahnt, damit das reibungslos läuft. Und am Ende des Tages zählt natürlich auch die Effizienz. Der nächste Schritt ist die Vorbereitung der Lackierung. Dazu werden alle Teile noch einmal gesäubert. Michael verwendet dazu eine Mischung aus Wasser mit Spülmittel und einem Schuss Spiritus. Wichtig ist, dass die zu lackierenden Bauteile frei von Schmutz, Fett und Staub sind. Anschließend folgt die Aufnahme der Teile. Das heißt, jedes Teil wird auf einen Lackierträger montiert. In diesem Fall mit Zahnstochern und Sekundenkleber. Befestigt werden die Lackierträger an später nicht mehr sichtbaren Stellen. Eine gute Lackierung bis eine sehr gute Lackierung ist definitiv kein Hexenwerk und jeder kann das zu Hause mit einfachsten Mitteln auch herstellen. Die wenigen Punkte, die man beachten muss, sind zum einen eine Temperatur ungefähr zwischen 20 und 23 Grad. Da die meisten Lacke, die verkauft werden oder im Handel erhältlich sind, genau für dieses Temperaturfenster abgestimmt werden. Man sollte immer grundieren, denn mit einer Grundierung verläuft der spätere Lack viel besser auf dem Modell und haftet auch besser. Und zu guter Letzt sollte man dafür sorgen, dass der verwendete Lack gut umgerührt oder geschüttelt wird. Der Lackierraum in der Werkstatt von Michael ist ein abgeschotteter Bereich. Eine Absauganlage führt die Farbdämpfe ins Freie ab. Das Absaugen sorgt auch für stets saubere, also staubfreie Luft in der Lackierumgebung. Trotzdem, eine Atemschutzmaske ist auch hier Pflicht. Michael verwendet lösungsmittelhaltige Lacke. Die Farben trocknen glatter aus und ergeben eine größere Farbtiefe. Zusätzlich sind sie stoßfest und strapazierfähiger als Lacke auf Wasserbasis. Lackiert wird mit einer Airbrush, einer kleinen druckluftbetriebenen Spritzpistole. Damit lässt sich ein feiner und gleichmäßiger Farbauftrag herstellen. Bei der Karosserie lackiert Michael zuerst die kritischen Bereiche des Modells. Das sind die Fugen, Sicken und Ecken. Erst danach kommen die größeren Flächen an die Reihe. Eine gelungene Lackierung hat am Ende ein gleichmäßig deckendes und homogenes Farbbild. Die Grundfarbe wird mit einer Schicht Klarlack geschützt. Die enzianblaue Karosserie ist jetzt fertig für den nächsten Arbeitsgang. So,
jetzt kommen wir zum ziemlich spannenden Teil. Und zwar geht es darum, das Design des Fahrzeugs, was ihr hier sehen könnt, das heißt die Startnummern, die Beschriftungen, diese Kometenstreifen, die typisch sind für die Rennwagen aus den 60er Jahren, die Sponsoren und das alles aufs Fahrzeug zu bringen. Grundsätzlich kann man dazu sagen, dass es hier schon seit vielen Jahren ein System gibt, das sich echt bewährt hat. Das findet man in Bausätzen aus der heutigen Zeit, ganz aktuell, aber auch in Bausätzen zum Beispiel aus den 60ern oder 70ern. Der einzige Unterschied ist, dass sich die Qualität deutlich verbessert hat, aber mit der Zeit werden diese Decals, nennt man das, also Wasserschiebebilder auf Deutsch, immer härter und lassen sich damit schlechter verarbeiten. Ich fange grundsätzlich in der Mitte an, weil da berühre ich das Modell später am wenigsten. Die Karosserie ist mittlerweile vorbereitet, grundiert, blau lackiert und schon einmal mit Klarlack überzogen. Und dann werde ich, nachdem die ausgeschnitten sind, die Decals in Wasser tauchen, was wir hier sehen. Dadurch werden die angelöst, das dauert so ungefähr 20-30 Sekunden und dann kann man sie auf die Karosserie aufbringen. Wichtig ist eine scharfe Schere. Zur Unterstützung der Klebkraft und damit sich die hauchdünnen Motive gut anschmiegen, verwendet Michael spezielle Mittel. Zuerst trägt er eine dünne Schicht Decal Setter auf, eine Art Klarlack auf Wasserbasis, der die Haftung erhöht. Hierauf kommt dann das angelöste Abziehbild. Es wird von der Trägerschicht auf die Karosserie geschoben und in Position gebracht. Mit Küchenpapier saugt Michael die überschüssige Flüssigkeit auf. Dazu wird das Decal leicht abgetupft und nach letzten Korrekturen vorsichtig angedrückt. Das Aufbringen der Abziehbilder verlangt ein gutes Augenmaß, Übung und vor allem viel Geduld. Wirklich schwierig wird es an den heiklen Stellen des Modells. Dann, wenn die Aufkleber über Ecken oder Rundungen gelegt werden müssen. Puh, so, das war jetzt schon mal eine richtige Hausnummer, das aufzubringen. Wie ihr hier seht, das ist ein Decal gewesen, das komplett über den Lampenausschnitt drüber gelegt werden musste. Alles überwölbt in alle Richtungen. Und hier musste jetzt wirklich viel Weichmacher genommen werden, um das Decal weich zu machen. Und hier ist es wie bei so vielen Dingen, nimmt man zu viel, dann kann man alles auch beschädigen, sowohl den Lack als auch das Decal, und dann kann es kaputt gehen. Und man muss es nochmal machen. Von daher, hier ist das richtige Maß entscheidend und das hat jetzt in diesem Fall gut geklappt. Das Erstellen der kompletten Beklebung dauert mehrere Stunden, die nicht immer Spaß machen. Eine weitere Schicht Klarlack schützt die Aufkleber und lässt das Design wie auf die Karosserie lackiert erscheinen. Das Bestmögliche aus einem Modell herausholen. Maximaler Realismus. Das ist der Anspruch von Michael Niemas. Exakt diesen Anspruch hat auch Amalgam Collection, eine Modellbaufirma aus dem englischen Bristol. Sie ist spezialisiert auf Fahrzeugminiaturen im Maßstab 1:8. Die Basis für ihre hochdetaillierten Modelle sind eine umfangreiche Recherche und eine exakte Vermessung der Originale. Wir haben ein Entwicklerteam von ungefähr 20 Leuten. Eins dieser Teams oder ein Bereich der Teams sind natürlich die CAD-Spezialisten. Das heißt, die hingehen, die Modelle fotografieren, diese Daten dann aufbereiten. Und dann wird das 3D ausgedruckt. Und dann hat man die erste Rohvariante, die dann entsprechend der Fotografien weiterbearbeitet wird und dann zum Erstmodell gemacht wird. Zumeist sind es historische Fahrzeuge, die umgesetzt werden. Als Serienprodukt oder als Einzelanfertigung im Kundenauftrag. Jedes Modell ein verkleinertes Abbild der Realität, das aber, nach der Philosophie von Firmengründer Sandy Copeman, immer den Geist des Originals in sich tragen muss.
Was wir hier im Modell wiedergeben, ist ursprünglich mit viel Leidenschaft entworfen worden. Wir machen ja keine Nachbildungen von Alltagsgegenständen. Wir bauen Modelle von sehr bedeutenden und erstaunlichen Produkten. Und sie alle sind aus dem Wunsch heraus entstanden, etwas Fantastisches zu erschaffen. Die Modelle im Maßstab 1 zu 8 sind wahre Huldigungen an die Automobilikonen ihrer jeweiligen Epoche. Ihre Qualität und ihre Detailtreue transportieren den Mythos des Vorbilds in die heutige Zeit. Wenn man Automobile nachbaut, historische oder aktuelle, je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr wächst der Respekt vor den Designern. Manche Autos sind wahre Skulpturen, unglaublich kreative Arbeiten, in einem Umfeld entstanden, das eigentlich nichts mit Kunst zu tun hat. Aber ich denke, in 100-200 Jahren wird man auf das 20. Jahrhundert zurückblicken und sehen, dass eins der wichtigsten Kunstgenres das Automobildesign war. Die Miniaturen werden selbst zu Skulpturen. Und jedes Modell spiegelt Sandy Copemans Hochachtung vor den Vorbildern wider. Sandy ist ein Künstler, der, auf Englisch würde man sagen, ein Desire für Design hat. Und dementsprechend verfolgt er auch die Umsetzung der einzelnen Fahrzeuge. Sandy, der ist jemand, der sich erst zufrieden gibt, wenn das Modell auch hundertprozentig so umgesetzt ist, wie es auch in Wirklichkeit ist. Die Größe der Modelle erlaubt eine faszinierende Detailtiefe. Das ist es, wofür die Kunden bereit sind, hohe Summen zu zahlen. Und kein Modell gleicht dem anderen. Am Ende gibt es natürlich ganz kleine Nuancen, wie es damals im Automobilbau auch war. Die haben auch alle leichte Unterschiede. Diese Endfertigungstiefen, wie wir sie heute kennen, die von Roboterhand gemacht werden, die waren ja damals gar nicht möglich. Deswegen sind die alle immer ein bisschen unterschiedlich. Ja, und genauso ist es bei unseren Modellen auch. Michael kennt Sandy Copeman und seine Spezialisten aus Bristol sehr gut. Für Amalgam Collection hat er eine Manufaktur in Ungarn mit aufgebaut. Es kommt immer auf dieses gewisse Maß an, wie viel Originalität und wie viel Modellbaucharakter man noch in das Modell hereinbringen möchte. Denn es bringt uns oftmals nichts, irgendetwas nur zu verkleinern, sondern die Charakterzüge des Objekts müssen hervorgehoben werden, dass sie uns im Kleinen sofort ins Auge fallen. Die größte Maschine, die Michael benutzt, ist eine Drehbank. Eine Uhrmacher-Drehbank, Jahrgang 1956 und bis heute hochpräzise. Michael hat sie bei einem Maschinenhändler gefunden und inklusive aller notwendigen Anbauteile und Werkzeuge gekauft. Mit ihr fertigt und bearbeitet er die Felgen seines Modells. Jedes Rad besteht aus mehreren Teilen. Einer Töpfchenfelge aus Aluminium, auf ihr wird später der Reifen verklebt. Einem Felgenring, auch aus Aluminium, der das Felgenhorn darstellt. Und aus einem Felgeneinsatz aus Kunststoff. Dieser ahmt die 6 Speichen der originalen Felge nach. Die auf der Felge verklebten Reifen werden in Form gebracht. Eine Reifenschleifmaschine sorgt dabei für einen perfekten Rundlauf. Michael verwendet Wettkampfreifen aus einer speziellen Polyurethanmischung, die das Rennreglement vorschreibt. Wenn die Reifen auf das richtige Maß gebracht sind, wechselt Michael die Maschine. Es handelt sich hier um ein ausgedientes Fahrwerk mit Antriebseinheit. Völlig ausreichend, um den Reifen ihre typische Form zu geben. Die Balligkeit wird herausgearbeitet, die Rundung der Reifenflanke. Die Reifen bekommen so ihre dem Original entsprechende Optik. Michael hat in seinem Leben als Slot Racer unzählige Reifen geschliffen und für Rennen vorbereitet. Schablonen oder andere Hilfsmittel braucht er nicht. Akribisch arbeiten muss er trotzdem. Werden die Reifen beim Schleifen zu heiß, können sie ihr Gripniveau verlieren.
Der Reifen baut im Rennen nicht mehr die gewünschte Haftung auf und das Auto fährt dem Feld hinterher. Die Vorderräder dagegen werden komplett anders behandelt. Sie sollen bei einem Slotcar möglichst keinen Grip aufbauen. Der würde das Rennauto behindern. Michael verwendet Reifen aus Moosgummi und versiegelt diese mit Sekundenkleber. Hier arbeitet er mit einer relativ großen Menge Kleber. Atemschutz und Schutzbrille sind Pflicht. Warum aber glatte Vorderreifen? Geführt und in der Spur gehalten wird ein Slotcar durch den Leitkiel. Der läuft in einem Bahnschlitz, dem Slot. Das Prinzip ist bekannt von der Carrera-Bahn. Idealerweise läuft ein solches Slot-Car nur auf drei Punkten, dem Leitkiel und den beiden antreibenden Hinterrädern. Die Vorderräder haben eine rein abstützende Funktion. Und damit sie in Kurven nicht bremsen, dürfen sie keine Haftung auf der Bahn aufbauen. Die mit Sekundenkleber versiegelten Reifen schleift Michael mit zunehmend feinerer Körnung. So entsteht eine möglichst glatte und dabei harte Oberfläche, die keine Haftung erzeugen kann. Am Ende werden die Reifen noch poliert. Auch die Vorderreifen haben dem Vorbild entsprechende Rundungen der Flanke. Ihre Optik trägt so zur perfekten Nachbildung des Originals bei. Ich versuche, eine größtmögliche Detailgetreue wiederzugeben. Da geht es bis in die Schrauben, die verwendet werden, wie viele Nieten an welcher Stelle sitzen, welche Farbe, welche Texturen, welche Oberflächen. Und da halte ich mich sehr an Originalfotos. Und ich glaube, der sehr gute Modellbauer unterscheidet sich durch den guten Modellbauer, indem er versucht, das, was in Miniatur wiedergegeben werden soll, möglichst realistisch darzustellen. Die Nachbildungen der Magnesiumfelgen bemalt Michael zusätzlich mit Farbpigmenten. So kommen die Feinheiten besser zur Geltung. Bremsscheiben im Maßstab 1:24 erhöhen den Realismus. Die Einsätze werden dann in den gedrehten Felgenring aus Aluminium eingesetzt und mit Sekundenkleber fixiert. Geradezu eine Besessenheit fürs Detail bezeugen die CNC-gefrästen Nachbildungen der Radmuttern, die Michael verbaut. 6 Stück pro Felge. Und natürlich bekommt jedes Rad auch noch ein Reifenventil. Die fertigen Einsätze werden dann in die mit den Reifen verklebten Felgen montiert. Auch hier arbeitet Michael mit Sekundenkleber. Die Einsätze passen perfekt. Im späteren Rennbetrieb darf sich hier nichts lösen. Zum Schluss bekommen die Reifen ihre zeitgenössische Beschriftung. Der blaue Ring dient dabei nicht als Zierde. Die Farben waren damals den verschiedenen Reifenherstellern zugeordnet. So konnte man auch im Rennbetrieb erkennen, auf welchen Reifen das Auto unterwegs ist. Die Nassschiebebilder werden nach dem gleichen Verfahren auf die Reifen aufgebracht wie das Dekor auf die Karosserie. Auch hier arbeitet Michael mit dem Decal-Setter als Haftgrund für die Reifenaufkleber. Auch wenn der Vorgang bei Michael einfach aussieht, die Arbeit erfordert höchste Konzentration. Und es sind diese hauchdünnen Streifen, die einen Modellbauer an den Rand des Wahnsinns treiben können. Sitzt der blaue Ring, wird noch der Herstellerschriftzug platziert. Die Reifen gehen in den Renneinsatz und entsprechend hoch ist die Belastung.
Der Decal-Setter, den Michael verwendet, wirkt wie ein zusätzlicher Kleber. Damit halten die Nassschiebebilder auch auf den Reifen bombenfest. Jedes fertige Rad besteht am Ende aus 15 Einzelteilen und stellt eine exakte Kopie des Originals dar. Wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, an dem es heißt, das Chassis zu montieren. Das ist insofern wichtig, da wir mit dem Modell ja später auch auf der Strecke fahren möchten und uns auch mit anderen messen möchten. Hier geht es um einen Wettkampf-Chassis. Die Karosserie seht ihr hier und die brauchen wir zum Anpassen des Chassis. Hier wird die Spurbreite angepasst, der Radstand, die Einklebehöhe der Karosserie ist wichtig, da später das Chassis auch mit Dämpfern arbeitet und auch im eingefederten Zustand nichts schleifen soll. Weder das Chassis sollte auf dem Boden aufsetzen, als auch die Karosserie sollte nicht das Chassis berühren. Die Bahn, wo das Fahrzeug eingesetzt werden soll, ist relativ schnell mit langen Kurven und hat gut Grip. Deswegen verbaue ich jetzt hier schon kürzere Hülsen und mache das Ganze ein bisschen härter, als es vom Hersteller vorgesehen worden ist. Wie im echten Motorsport bestimmt auch bei Slotcars die Physik mit über Erfolg oder Misserfolg. Eine wichtige Regel: Gewicht muss möglichst tief im Auto sitzen. Deswegen bestehen die Grundplatten der Fahrwerke meist aus Messing. So verschiebt sich der Modellschwerpunkt nach unten. Anbauteile, wie zum Beispiel der Vorderachsträger, werden oft aus Carbon gefertigt. Leicht und stabil. Bei diesem Fahrwerk sitzt hier auch die Federung, die Michael gerade montiert. Moderne Slotcar-Chassis sind feinmechanische Wunderwerke aus Messing, Aluminium und Carbon. Angetrieben werden sie von einem Elektromotor. Der Motor ist jetzt eingebaut und jetzt gilt es für den Motor, die richtige Getriebeeinstellung zu finden. Das heißt, der Abstand zwischen Motorritzel und Achszahnrad. Ein schlecht eingestelltes Getriebe kann man hören. Es ist laut und kostet Speed. Im Idealfall sollte, wenn das eingestellt ist, alles wirklich butterweich laufen. Und man spürt da schon, ob das in irgendeiner Form hakt oder sich komisch anfühlt. Und hier verlasse ich mich komplett auf mein Gefühl. Manche machen das auch mit Löschpapier, dass sie das zwischen die zwei Zahnräder eindrehen, um dann den richtigen Abstand zu bekommen. Aber in der Regel kriegt man das auch durch ein bisschen Probieren so hin. Wie der Bausatz der Lola kommt auch das Fahrwerk aus einer Kleinserie. Der Hersteller passt seine Chassis auf die individuellen Wünsche seiner Kunden an. Und auch Michael hat sich seines maßschneidern lassen. Die Individualisierung spiegelt sein Streben nach absoluter Perfektion wider. Die Grundplatte des Fahrwerks ist vergoldet. Messing läuft an und wird schnell unansehnlich. Die Goldbeschichtung verhindert das. Ich bin jetzt an einem Punkt angekommen, an dem ich so weit bin, dass ich das Chassis mit der Karosserie verkleben kann. Oftmals ist das so, dass man das am Ende der Fertigstellung der Karosserie macht, das heißt, nachdem der Motor drin ist, das Interieur und das ganze Dekor. In dem Fall hier bietet sich aber an, die Karosserie vorab schon einzukleben, geschuldet der Tatsache, dass die Einklebefläche schwer zu erreichen wäre, wenn das Interieur schon drin wäre und weil es aus Platzgründen auch geht. Die Karosseriehalter, das sind diese Teile, habe ich schon präpariert, dass sie zum Einkleben das richtige Maß haben. Man muss ein bisschen rumtüfteln, bis das Ganze passt. Die Halter sind das Bindeglied zum Fahrwerk. Sie werden fest in die Karosserie geklebt. Diese kann dann durch vier Schrauben am Fahrwerk befestigt werden. Ich habe jetzt die Karosserie ausgerichtet auf dem Chassis nach Augenmaß, aber um sicher zu gehen, dass alles passt, werde ich jetzt die Höhe noch an einzelnen Stellen messen.
Das ist ein wichtiger Schritt beim Aufbau eines Slotcars und Michael ist entsprechend sorgfältig. Absolut gerade und in der exakt richtigen Höhe muss die Karosserie an den Haltern und damit auf dem Fahrwerk sitzen. Vor der endgültigen Befestigung erfolgt eine provisorische Verklebung mit ein paar Tropfen Sekundenkleber. Hierbei wird die Karosserie nur an wenigen Punkten an die Halter geheftet, damit sich ihre Position nicht mehr verändert. So hat Michael noch einmal die Möglichkeit, die Passgenauigkeit zu kontrollieren. Für die eigentliche Verklebung mischt Michael einen Zwei-Komponenten-Kleber auf Harzbasis an. Der Kleber lässt sich etwa 5 Minuten lang verarbeiten und füllt auch Spalten aus. Das Arbeiten an der fast fertigen Karosserie birgt Risiken. Fällt ein Tropfen Kleber auf die lackierte Fläche, ist Rettung kaum möglich. Wichtig ist eine gründliche Vorbereitung. Die Klebestelle an der Karosserie muss von Lack befreit und angeschliffen werden. Auch die Halter aus Carbon werden mit Schleifpapier angeraut, um dem Kleber mehr Halt zu bieten. Nach dem Aushärten sind die Halter dann fest mit der Karosserie verbunden und die Verklebung übersteht auch einen robusten Renneinsatz. Die Modelle müssen es nicht nur schaffen, irgendwie vom Arbeitsplatz in die Vitrine zu gelangen und danach haben die ein ruhiges Leben, sondern man muss sich das so vorstellen, dass die Modelle, nachdem sie fertiggestellt sind, theoretisch einem Erdbeben ausgesetzt sind. Während der Fahrt auf so einer Bahn entstehen viele Vibrationen. Es kann auch mal einen Abflug geben, dann schlagen die Modelle ein mit 25 bis 30 km/h. Was natürlich auch eine Belastbarkeitsprobe für die Modelle darstellt. Weshalb ich hier immer sehr ausgiebig auf die Wahl des Klebers achten muss, auf die Art der Verklebung und dass alles auch sehr stabil verklebt ist. Der Motor ist in der Lola T70 gut sichtbar. Entsprechend hat ihn Michael detailliert. Ein Stahlflexschlauch, Durchmesser 0,4 mm, imitiert die Benzinleitungen. Ihn gibt es, ebenso wie die passend nachgebildeten Verschraubungen, im Zubehörhandel. Das Gasgestänge hat Michael aus Messingdraht geformt und gelötet. Zündkabel und Staubfilter über den Lufteinlasstrichtern komplettieren den Motor. Eine dreidimensionale, fotorealistische Nachbildung des berühmten Chevrolet V8 im Maßstab 1 zu 24. Was jetzt im letzten Schritt und auch einer der tollsten Schritte noch übrig bleibt, ist die Montage des Cockpits, das wir zu einem hier sehen mit dem Fahrer, dem Armaturenbrett, das komplett verglast ist, den Kabeln, dem Tankdeckel, Feuerlöscher, Pedale, alles was dazugehört und der Motornachbildung des V8-Motors, wie er damals gefahren worden ist, mit den umliegenden Spritleitungen, Gasgestänge und alles, was noch zu dieser Unit dazugehört. So detailliert das Modell ist, mit ihm sollen Rennen gefahren und möglichst gewonnen werden. Deshalb wird bei allen Arbeiten auch auf das Gewicht geachtet. Die Cockpitwanne ist aus sehr dünnem und leichtem Kunststoff tiefgezogen. Die Fahrerfigur ist hohl. Cockpit und Motor heftet Michael wieder zuerst provisorisch an, nachdem er sie in die richtige Position gebracht hat. Die Motorattrappe ist bei der Lola T70 die große Herausforderung. Der Elektromotor des Modells sitzt direkt darunter und es ist wenig Platz. Beides darf sich nicht berühren, sonst kann die Karosserie nicht richtig auf dem Chassis arbeiten. Ein schlechtes Fahrverhalten wäre das Ergebnis. Ist alles an seinem Platz, wird endgültig verklebt. Michael nutzt hier den Kapillareffekt des Sekundenklebers. Er tupft ihn an die zu verklebenden Bauteile. Der flüssige Kleber zieht sich dann von selbst in die Zwischenräume. Für nicht sichtbare Stellen ist Sekundenkleber gut geeignet.
Doch der Kleber entwickelt Dämpfe, die sich auf den Lack oder auf Klarsichtteile niederschlagen und kaum mehr entfernt werden können. An sichtbaren Stellen arbeitet er daher mit lösungsmittelfreien Klebstoffen. Der Sekundenkleber, den Michael verwendet, lässt etwas Zeit für Korrekturen. Die Zeitspanne, die ich hier zur Verfügung habe, liegt ungefähr bei 10 Sekunden. Nach 10 Sekunden bindet der Kleber ab und fängt schon an zu trocknen. Stück für Stück komplettiert Michael das Modell mit kleinen Details, die am Ende ein harmonisches und realistisches Gesamtbild ergeben müssen. Für die Stütze des Überrollbügels bohrt er ein kleines Loch in den Motorblock. Die Stütze selbst ist ein winziges Metallteil, das auf das gebohrte Loch angepasst und dann eingesetzt wird. Die Lola T70 war ein damals weit verbreitetes Rennauto. Die Basis kam aus England. Angetrieben wurde der Wagen meist von V8-Motoren der Marken Chevrolet oder Ford. Es war der 30. Oktober 1966 im kalifornischen Riverside, als diese Version der Lola T70 bei einem Rennen der Can-Am-Serie an den Start ging. Am Steuer saß Jerry Grant. Und dessen Helm bekommt nun seine finale Detaillierung. Der Kopf von Rennfahrer Grant ist im Maßstab 1:24 kleiner als ein Daumennagel. Jedes zusätzliche Detail, das Michael anbringt, rückt den Fahrerkopf ein Stück weiter in die Wirklichkeit. Etwas Farbe unterstützt noch den Realismus. Wir möchten einfach dem Ganzen etwas Tiefe geben, damit wir ein sehr authentisches Aussehen bekommen. Hierfür gibt es verschiedene Methoden und ich favorisiere oftmals Farben anzumischen. Dafür habe ich auch hier so ein kleines Brettchen, das mich schon seit mehreren Jahren begleitet. Und einer meiner absoluten Favoriten sind hier diese Kindermalstifte, die komplette Farbpalette abdecken, die es gibt. Die Stifte haften sehr gut auf fast allen Untergründen. Und da hier später auch wenig Kontaktpunkte vorhanden sind, kann man die Stifte gut dafür verwenden. Die Fahrerbrille wird verglast. Einen täuschend echten Effekt erzielt Michael hier mit klarem Kunstharz. Gehärtet wird das Harz dann mit UV-Licht. Michael ist ein Getriebener. Er lebt seine für sich selbst gesetzten Qualitätsstandards. Es ist diese Akribie in der Darstellung und Verfeinerung der Details, das Michaels Kunden an ihm schätzen und entsprechend honorieren. Die Lola T70 im Maßstab 1:24 verlangt etwa 80 Stunden Arbeit. Rund 2000 Euro kostet so ein Modell. Michael arbeitet nur auf Auftrag. Und seine Miniaturen sind äußerst gefragt. Die Kunden kommen aus der ganzen Welt. Oft sind es die Besitzer der Originale, die ein Modell bei ihm bestellen. Die Lola T70 ist fertig. Auch in der Miniatur eine Rennmaschine. Und die soll nun auch endlich zeigen, was in ihr steckt. Michael ist bei den letzten Vorbereitungen zum Fine Design Meeting. Dem Rennen, bei dem die Lola zum ersten Mal die Bahn sehen wird. Das Rollout des Slot Cars wird also erst beim Wettkampf stattfinden, ohne vorherigen Test. Und dafür präpariert Michael das Auto jetzt.
jetzt seht ihr hier die Karosserie montiert auf dem Chassis. Und hier könnt ihr auch jetzt wunderbar sehen, wie die Karosserie schwimmend auf dem Chassis montiert ist. Das sorgt für ein sanfteres Fahrverhalten. Ich habe jetzt hier eine sehr neutrale Einstellung gewählt, da ich erst die Streckenverhältnisse heute fahren muss. Und auch erst nachdem ich die Dämpfereinstellung eingestellt habe, was ihr hier seht, entscheide ich mich dann, wie viel Spiel oder wir nennen es im Fachjargon Tweak ich der Karosserie gebe. Das Modell hier, das gefällt mir wirklich sehr gut. Das Design, die Form, wie die Räder in den Radkästen stehen, das macht alles einen sehr schönen Eindruck, sehr scale, sieht schnell aus. Ich hoffe, die Konkurrenz kriegt das Flattern bei der ganzen Geschichte. Und schauen wir mal, was sich damit machen lässt. Das Treffen findet in Darmstadt statt. Für Michael ist das gleich um die Ecke. Gastgeber ist ein Fachhandel für Slot-Racing-Zubehör mit einer 8-spurigen Wettbewerbsbahn in seinen Geschäftsräumen. Die Szene kennt sich gut und man freut sich über jedes Wiedersehen. Es ist ein Treffen von Enthusiasten oder Verrückten, die sich alle dem gleichen Ziel verschrieben haben, dem originalgetreuen Nachbau von historischen Rennautos. Das Meeting ist auch eine Verbeugung vor dem Erfinder und Erschaffer der verwendeten Bausätze, Karl-Heinz Hornberg. Er lässt die Legenden aus den wilden 60er und 70er Jahren wieder auferstehen. Im Gegensatz zu heute waren die Fahrzeuge ja formmäßig alle ganz unterschiedlich früher. Und da ich immer schon die Designer bewundert habe, die diese hervorragenden Formen designt haben, diese Ästhetik in diese Fahrzeuge reingelegt haben, habe ich mich mehr und mehr davon angezogen gefühlt. Exakte Dokumentationen und Unterlagen gibt es für die gewählten Vorbilder selten oder gar nicht. Manche Parameter sind bekannt, doch um so ein Modell richtig umzusetzen, bedarf es einer akribischen Recherche und viel Erfahrung. Die Basismaße, die meistens zur Verfügung stehen, sind aber leider für mich zu wenige. Das heißt, ich finde den Radstand und die Spurweite von den Fahrzeugen und muss dann anhand dieser Maße versuchen, die Dimensionen des Autos, die man nicht findet, Länge, Breite, Höhe, aufgrund von Fotos selbst erarbeiten. Mit Hilfe der ermittelten Maße werden dann Schablonen gezeichnet und von Hand ein erstes Urmodell erstellt. So entstand auch die Vorlage für den allerersten Bausatz. Ich bin immer heilfroh, wenn ich eine Seitenansicht bekomme, die ziemlich exakt mit einer langen Telebrennweite fotografiert wurde, damit keine perspektivischen Verzeichnungen in dem Foto sind, die mich irreführen könnten. Das ist wirklich das Schwierigste, die Umsetzung. Und dabei kommt noch ein Problem, dass man bei einem Modell manchmal gewisse Partien übertreiben muss oder ein bisschen verändern muss gegenüber dem Original, damit es dann letztendlich, wenn man es in der Hand hält, wieder so wirkt wie das Originalauto. Die Modellbausätze sind fast so selten wie ihre Vorbilder. In einer Auflage von nur 50 bis 80 Stück kommen sie auf den Markt. Hochbeliebt bei den Modellbauern sind sie entsprechend schnell vergriffen. Das jährliche Treffen ist so auch eine Art Werkschau. Jede Umsetzung ist ein Unikat und spiegelt die Leidenschaft der Erbauer für diese Art von Miniaturen wider. Hier tauschen sie sich aus und holen sich Inspiration für das nächste Projekt. Und fahren Rennen gegeneinander. Es sind Racer, die sich jährlich zu dem Meeting an einer Rennbahn versammeln, um mit ihren Meisterstücken gegeneinander anzutreten. Wie im echten Rennsport sind gutes Material und die richtige Vorbereitung alles. Es ist hier wie im richtigen Leben, je länger man die Reifen fährt, desto mehr bauen die Reifen ab. Die kriegen dann wie eine Art Fischgrätenmuster. Und weil ich die Fahrzeuge jetzt schon fürs Rennen präpariere, damit ich ins Rennen gehen kann, ziehe ich die Reifen jetzt noch einmal ab. Und mit Abziehen meinen wir, dass die Oberfläche noch mal richtig schön fein geschliffen wird. Michael ist im Rennmodus.
Ein paar Testrunden reichen ihm, um die Bahnverhältnisse zu erfahren und zu deuten. Viel Grip, wenig Grip. Eine Bahn ist nie gleich. Er weiß, wie er seine Reifen darauf einzustellen hat. Mit seiner Lola ist er hochzufrieden. Sie zeigt von Anfang an Potenzial. Der Rest ist Feinabstimmung. Je tiefer das Fahrzeug ist, desto besser liegt es natürlich. Aber man muss immer gucken, wo ist hier die Grenze. Das Fahrzeug federt auch ein. Und in dem Moment, wenn das Fahrzeug auf der Bahn einfedert und aufsetzt, werden die Dämpfer entlastet und das Fahrzeug verliert schlagartig Grip. Jetzt ist es so, dass ich mir das Fahrzeug angeschaut habe und man sieht hier überall, dass das Fahrzeug Schleifspuren hat. Das heißt, das Fahrzeug hat eingefedert, hat dann aufgesetzt und das macht definitiv langsamer. Und jetzt muss ich für mich selbst entscheiden, und das ist jetzt die Krux, ob ich das Fahrzeug jetzt höher lege oder nicht. Weil letztendlich war die Performance schon extrem gut und es kann sein, dass wenn ich es jetzt höher lege, dass es auf einmal nicht mehr so gut fährt. Und das ist vor jedem Rennen immer so ein Kampf mit sich selbst. Im Rennen bestätigt das Auto seine gute Performance. Gefahren wird in mehreren Gruppen, dem Leistungsstand der Fahrer entsprechend. Jeder Fahrer fährt jede der 8 Spuren. Am Ende zählt die zurückgelegte Strecke in der vorgegebenen Fahrzeit. Ein schnelles Auto, ein talentierter Fahrer. Michael holt sich den Gesamtsieg. Ein Sieg im Rennen ist das eine. Fast noch begehrter bei dem Meeting ist der Gewinn des Best of Show. Dabei wählen die Teilnehmer gemeinsam das herausragendste Modell. Der Preis geht nach Bayern. Das Auto ist ein kompletter Umbau aus einem üblichen Bausatz. Ein BRM P167. Besonders auffällig, der Heckflügel und seine Entstehungsgeschichte. Eigentlich wollten wir Slot-Kollege den aus dem Vollen fräsen. Der wurde dann allerdings etwas zu klein. Und da musste Plan B her. Und das war dann eine Bierdose, die um einen Bausatzflügel mit Sekundenheber geklebt wurde und dann entsprechend in Form gebracht wurde. Es sind diese Problemlösungen und ihre Umsetzung, die einen guten von einem sehr guten Modellbauer unterscheiden. Diese Kunst des Modellbaus und der Darstellung etwas handwerklich so wiederzugeben, dass man erkennen kann, was es ist, das geht immer mehr verloren in der heutigen Zeit. Ich nenne es jetzt einfach mal in der Zeit der Digitalisierung. Und das ist das, was ich in meinem Job am Leben erhalte und von Hand Dinge erschaffe, die so nicht zu bekommen sind. Die Lola, auch als Miniatur eine Rennmaschine. Der nächste Bolide ist bereits in Arbeit. Wieder ein V8-Monster aus der Can-Am-Serie. Wieder ein Feindesign-Modell, eine Auftragsarbeit. Optisch perfekt und auf der Rennbahn schnell. Das ist es, was der Kunde wünscht. Und genau das wird er bekommen.